ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem alten österlichen Jubelruf grüße ich euch ganz herzlich zu diesem Osterfest. Möge uns trotz manchem Kummer und aller Entfernungen etwas von der österlichen Freude erreichen. Das Leben behält den Sieg. Christus ist auferstanden. Christus, das Licht der Welt, welch ein Grund zur Freude. Christus, weil du auferstanden bist, bist du der Lebendige. Voll tiefer Erwartung halten wir uns vor dir. Wir wissen, dass du uns den Weg bahnst, der vom Zweifel hin zum Glauben, von der Besorgnis zum Vertrauen führt. Amen. Evangelium aus dem Johannesevangelium im 20. Kapitel. Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo hast du ihn hingelegt, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe. Halleluja, dies ist der Tag, den der Herr macht.
Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Halleluja! Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Liebe Geschwister, ob die Vögel damals auch gesungen haben, damals am ersten Morgen, im ersten Licht des heraufziehenden Tages, ich stelle mir das so vor. Und doch hat Maria sie vielleicht gar nicht wahrgenommen. In ihrem übergroßen Schmerz, Maria, die zum Grab geht, die trauert um den geliebtesten Menschen, die dort steht und weint, und spürt, dieser Abschied ist endgültig, unwiderruflich der Tod. So wie du und ich das erfahren, wenn wir einander verlieren. Ganz früh noch in der Nacht hat sie sich aufgemacht in den Garten zum Grab Jesu. Der Evangelist Johannes ist der Einzige, der erzählt, dass es Ostern ausdrücklich in einem Garten wird. Und wir erinnern uns, in einem Garten hatte ja auch alles begonnen. Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Der Garten Eden barg alles, was der Mensch, was Adam und Eva brauchten, was sie begehrten. Und Gott selbst war nah in diesem Garten und wandelte umher, wenn es kühl wurde am Abend. Und mitten im Garten der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und mit ihm die Möglichkeit zu wählen, verantwortlich zu handeln und auch schuldig zu werden. Adam und Eva essen von der Frucht in der Mitte des Gartens. Und von da an ist der Garten verschlossen. Die beiden sind hineingeworfen oder hinausgeworfen in die ganze Härte des Lebens, in ein Leben mit Feindschaft und voller Disteln und Dornen und Mühsal. Und fortan bewachen die Engel den Eingang des verschlossenen Gartens. Die Bibel erzählt dann auch vom Garten Gethsemane, wo Jesus Todesangst und Verrat und Verleugnung durchlebt. Und in einem Garten wurde Jesus auch zu Grabe getragen. Und in diesen Garten geht Maria nun in der Frühe des heraufziehenden Tages. Dorthin, wo das Weizenkorn in die Erde gelegt wurde und starb. Das Korn, das aus dem Acker in den Morgen dringt. Hat Maria seine Gleichnisse schon vergessen, in denen er vom Senfkorn des Glaubens erzählt, das im Garten aufgeht, ohne dass man wüsste, wie? Die Botschaft des Engels versteht Maria nicht.
Und du und ich verstehen sie nicht. Wie könnten wir auch? Sie kann in ihrer Traurigkeit nicht über den Tod und das Grab hinaus sehen. Doch dann dreht sie sich um und da steht Jesus und sie weiß nicht, dass er es ist. So unendlich zart und behutsam ist diese Begegnung, dieses allmähliche Erkennen. Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie denkt erst, es sei der Gärtner, vielleicht gar der Friedhofsgärtner, so wie Hans-Dieter Hüsch es so schön gesagt hat, und alles habe so seine Friedhofsordnung, denkt sie. Sie begreift noch nicht, dass er in einem ganz anderen und viel tieferen Sinne wirklich der Gärtner ist, der umherwandelt in seinem Garten, der Schöpfer aller Dinge, der sagt, siehe, ich mache alles neu. Und da spricht Jesus sie an und er sagt nur ein Wort, nämlich ihren Namen, Maria. Und es war, als wurde über dem Garten abermals, es werde Licht gerufen. Diese Stimme kannte sie, die Stimme ihres geliebten Jesus. Maria. Es ist ein durch und durch erlösendes Wort, nur für sie bestimmt. Und Maria antwortet auf Hebräisch, Rabuni, Meister. Und die Sonne ging über dem Garten und über ihrer Welt auf. Das war ein neuer Garten, Eden, und Christus war der neue Adam. Siehe, was für ein Mensch, und sie, Maria, war die neue Eva. Siehe, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Maria lässt sich von Jesu Wort aus ihren Tränen herausrufen in ein neues Leben jenseits des Todes. Geh zu meinen Brüdern und Schwestern, sag ihnen, dass der Garten von jetzt ab wieder offen steht. Maria wird gesandt, die Botschaft vom Leben allen weiterzusagen. Ich habe den Herrn gesehen. Möge diese Botschaft auch uns erreichen. Dich und mich an diesem Osterfest und unsere Herzen wenden hin zu ihm, dem Lebendigen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Thank you.
Christus, du bist das Licht des Lebens, das das Dunkel des Todes überwunden hat. Du bist das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Unsere Zeit steht in deinen Händen. Dein ist das Gestern, das Morgen und das Heute. Dein ist die Ewigkeit, die Kraft und die Herrlichkeit. Dich rufen wir an. Für alle, die einsam und gefangen sind. Für alle, die schwere Lasten tragen. Für alle, die gedrückt sind von Schuld und Mutlosigkeit. Für alle, die Unrecht leiden. Für unsere Kranken und Sterbenden. Erfülle uns mit deiner Liebe und Hoffnung. Bleibe bei uns, du Auferstandener, als das Licht in unserer Dunkelheit. Bleibe bei uns als die Kraft in unserer Schwachheit. Bleibe bei uns als der Trost in unserem Leiden. Bleibe bei uns als die Stärke in unserer Anfechtung. Bleibe bei uns als das Erbarmen in unserer Schuld. Bleibe bei uns als der Friede in allem Streit. Bleibe bei uns als die Hoffnung in unserem Sterben. Bleibe bei uns als der Sieg des Lebens und der Freude. Bleibe bei uns für Zeit und Ewigkeit. Mit dir als unserem Bruder und Freund und Heiland beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden und mit dem Segen des Auferstandenen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.